Mike Moring ist kein Einzelfall. Die Morddrohungen gegen den Thüringer CDU-Politiker reihen sich ein in eine besorgniserregende Liste von tätlichen und verbalen Angriffen auf Politiker. Bis heute Mittag um 12 sollte ich meinen Wahlkampf einstellen. Das haben Rechtsextremisten von mir gefordert in einer E-Mail, die ich vorgestern Nacht bekommen habe. Wenn ich das nicht tue, dann wollen sie mich abstechen, so wie die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker, oder gar eine Autobombe zünden. Schon seit einigen Jahren werden immer wieder Politiker angegriffen oder bedroht. Im Juni wurde sogar der hessische CDU-Politiker Walter Lübcke vor seinem Wohnhaus mit einem Kopfschuss aus nächster Nähe getötet. Das vermeintliche Tatmotiv? Hass auf Lübcke wegen dessen Flüchtlingspolitik. Politiker sind vor allem in Wahlkampfzeiten gefährdet. Dann sind sie unterwegs, sollen und wollen möglichst nah mit Menschen in Kontakt kommen. Auch der Grünen-Chef Robert Habeck ist aktuell in Thüringen unterwegs. Und auch Habeck hat eine Morddrohung erhalten. Den Wahlkampf frühzeitig beenden, diese Forderungen wollen weder Habeck noch Moring erfüllen. Wir bewusst das Zeichen setzen, dass wir uns nicht einschränken, sondern alle Wahlkampftermine absolvieren. Und ich möchte auch nicht, dass die gewinnen, die Wahlkampf beeinflussen, weil sie uns unter Druck setzen, dass wir den Wahlkampf einstellen sollen. Für Cem Özdemir, aber nicht nur für ihn, ist klar, wo die Wurzeln des Hasses auf Politiker liegen. Ich meine, die eigentliche Bedrohung findet doch im Alltag statt. Denken Sie an die vielen Kommunalpolitiker, die nicht hier bei Ihnen zum Interview landen, über die wir gar nicht reden. Denken Sie an die Ehrenamtler, denken Sie an die, die sich gar nicht mehr trauen, in die Politik zu gehen, weil diese Verrohung für die Gaulandsfraktion im Bundestag sorgt. Der Vogelschiss, von dem er spricht, der hat dann eben die Konsequenz mit dem Attentäter in Halle. Der Halle ist da aus dem Vogelschiss quasi gezeugt worden. Auch Moring warnt vor einer Verrohung der Sprache. Es könne nicht sein, dass die durchkommen, die Angst und Terror verbreiten.